Demo in Graz. Und zwar wird nicht nur in Graz heute demonstriert, auch in Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck und sogar Berlin gehen die Leute auf die Straße. Also super, dass ihr da seid. Das geht doch lauter! Ich glaube, es geht noch lauter. Wir üben das noch kurz. Bevor es losgeht, möchte ich ein paar organisatorische Details loswerden, weil es so spannend ist. Das erste ist, wir haben vor 2 Wochen eine richtig coole, friedliche, angenehme Demo gehabt und ich glaube, wir haben sie alle genossen. Wir haben viel getanzt, wir waren laut, aber wir waren trotzdem friedlich. Und genauso wollen wir auch heute, dass es wieder verläuft. Ich bin außerdem darauf hingewiesen worden, wir werden natürlich wieder von der Polizei begleitet und beschützt. Die haben schöne Westen, wir haben schöne Westen. Die Polizei macht auch Video- und Tonaufnahmen zur Dokumentation, nur dass ihr es alle wisst. Wir gehen gleich hier los, wir gehen die Brückenkopfgasse entlang, über die Radetzky-Straße, Ioneum-Ring, dann den Burgring hinauf und quetschen uns durchs Burgtor durch, bis wir dann eine richtig coole Abschlusskundgebung am Freiheitsplatz haben. Ich hoffe, ihr seid alle bis zum Ende dabei. Wem kalt ist, der darf umso wilder tanzen. Applaus! Unterwegs noch. Wir werden nämlich wieder von einem Demowagen mit richtig cooler Musik begleitet. Es gibt auch wieder eine Kinderzone, die sich im hinteren Teil des Zuges befinden wird, wo wir darum bitten, dass man ein bisschen Rücksicht nimmt und ein bisschen ruhiger ist. Und der ist am wenigsten lustige Teil. Es gibt auch 2 Spendenboxen, die herumgehen. Warum? Weil wir ein Team von Ehrenamtlichen sind und unsere coolen Westen, unsere Flyer, unsere Musik und so weiter finanzieren müssen. Wer also zu viel Kleingeld hat, darf es in die Box schmeißen oder am Ende am Freiheitsplatz ausgeben. Wir haben nämlich ein bisschen Merchandise dabei. Jetzt sollte der Applaus kommen. Merchandise! Bevor wir losgehen, möchte ich euch eigentlich auch noch erklären, warum wir hier sind und wer wir sind. Wir, die Menschen in den schönen gelben Westen, aber noch viele, viele andere, sind eine Initiative, die sich aus Bürgerinnen und Bürgern zusammensetzt. Wir sind überparteilich, wir sind friedlich, wir sind ein sehr bunt gemischter Haufen und wir haben gemeinsam, dass uns die schwarz-blaue Regierung so richtig anzipft, und wir das einfach nicht länger hinnehmen wollen, was in Wien beschlossen wird, welche Maßnahmen da beschlossen werden und umgesetzt werden, weil wir es richtig scheiße finden. Applaus! Also dieser Applaus galt jetzt hoffentlich den coolen Menschen, die hier mitarbeiten und nicht der Bundesregierung. Ich möchte nämlich auch noch erklären, warum wir eigentlich demonstrieren gehen. Ich weiß nicht, wie viele von euch in letzter Zeit gehört haben, dass Demonstrieren undemokratisch ist. Ich habe das einige Male zu hören bekommen. Und ich sage euch, das ist in meinen Augen ein Bullshit. Demonstrieren ist alles andere als undemokratisch. Warum? Wir haben diese Bundesregierung nicht gewählt. Wir haben einen Nationalrat gewählt und der hat die Bundesregierung gewählt. Ich glaube, dass sich in Österreich keine 57-prozentige Mehrheit für einen Innenminister Kickl gefunden hätte. Das ist einmal das Erste. Zweitens hat auch eine demokratisch gewählte Regierung keinen Freifahrtschein bekommen für jeden Blödsinn, den sie sich ausdenken. Sie haben trotzdem die Interessen aller Menschen in Österreich zu vertreten und nicht ihre eigenen und nicht die von irgendwelchen Konzernen, irgendwelchen Lobbys, wem auch immer. Sie sind da, um die Interessen der Menschen umzusetzen und nicht nur der Leute, die sie gewählt haben. Das ist leider ein Missverständnis, dass die nicht alle repräsentieren müssen. Das müssen sie. Außerdem, und das ist mir persönlich ein wichtiger Punkt, geben wir unser Hirn nicht an der Garderobe ab, indem wir ein Kreuz anmachen. Wir dürfen nicht nur alle 4 Jahre oder alle 5 Jahre was sagen zur Politik, sondern Politik geht uns immer etwas an. Wir sind immer zuständig für Sachen, wir sind immer verantwortlich in der Gesellschaft und deswegen stehen wir hier. Kuhglocken, finde ich geil. Außerdem ist es auch in Ordnung, wenn man seine Meinung ändert.
Ich kenne richtig viele Leute, die Schwarz-Blau gewählt haben und jetzt eigentlich verdammt frustriert sind. Auch ihr seid hier willkommen, auch ihr dürft mit uns demonstrieren gehen. Und bevor wir losgehen und uns den Raum nehmen, der uns zusteht, möchte ich außerdem noch darauf hinweisen, dass eine jede Regierung, und zwar sowohl eine Bundesregierung als auch eine Staatsregierung, die Interessen aller Menschen zu vertreten hat. In Graz gab es da leider einige ungute Geschichten in letzter Zeit, vor allem auch deswegen, weil wir im Advent, der ja gerade ist, nicht dort demonstrieren dürfen, wo wir wollen. Wir dürfen uns nicht auf die repräsentativen Plätze in Graz stellen, den Hauptplatz, das Eiserne Tor, den Kammerdieterplatz vor der ÖVP-Zentrale, sondern wir kriegen die Plätze, die übrig bleiben. Warum? Weil überall Adventmärkte sind. Es gibt in Graz an 14 öffentlichen Plätzen 14 Adventmärkte und wir dürfen dort nicht vorbeimarschieren. Wir dürfen dort nicht marschieren, weil wir dadurch den Advent stören. In meinen Augen ist das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit wichtiger als das Recht auf Glühwein. Wir haben es geschafft, dass wir am Eisernen Tor vorbeigehen dürfen. Ich lade euch ein, die ganze Route lang richtig laut zu sein, richtig wild zu tanzen. Vor allem am Eisernen Tor zeigt ihnen einmal, wie viel Spaß Demonstrieren machen kann, während sie leider nur Glühwein trinken dürfen. Es geht jetzt los. Wir sind hier, weil uns die Regierung ansieht. Wir sind auf der Straße, weil wir das Recht dazu haben, unsere Meinung in den öffentlichen Raum zu tragen. Wir werden jetzt gleich losgehen. Voraus fährt uns wieder der Demowagen mit richtig geiler Musik. Schauen wir, dass der hinten vorbeikommt und wir können dem Demowagen fröhlich nachtanzen, fröhlich nachschreien. Ich freue mich, dass wieder so viele Lichterketten da sind, so viele Pfeifen. Graz macht Lärm! Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!